Summit ist auch eine wirklich gemeine Strecke hierfür. Denn es ist sehr schmal und verwinkelt. 3, 2, 1, los! Ich habe hier wieder Deadbeat, mein Minenspürhund vor mir. Der wird zielsicher die Polizei finden oder wahrscheinlich auch wieder den Verkehr. Wenn er so weiterfährt. Hallo? Du hast kein Nummernschild. Hallo? Sieh da vorne, sie haben ihr Nummernschild verloren. Oh. Ha. Okay. Habe ich befürchtet. 25, ich hab's geahnt. Ja, wie der Verkehr einen hier festtackelt, ist es echt toll. Und wie gesagt, der Verkehr ist hier eben runter. Und erstmal, ich war echt verdammt schnell. Allein wie lange ich jetzt brauche, um den wieder einzuholen. Ja, ich dachte, die Polizei wäre der andere. Da liegt einer am Kopf. Außer Gefecht gesetzt. Wie, gleich zwei außer Gefecht gesetzt? Ja. Wieso fahren die anderen auf der falschen Seite? Ah, okay, weil der mich vielleicht gemacht hat. Wir haben schon mal zwei Polizeiwagen rausgehauen. Ich glaube, die spawnen noch nicht nach. Das heißt, es wird ein bisschen einfacher. Auch klasse, wenn der Polizei Land Rover Discovery sagt, wir fahren über 180. Also ob er 180 fahren könnte. Ein Team kann das wahrscheinlich. Hier kann der Verkehr auch merkwürdige Sachen machen. Physikalisch unmöglich erscheinen. Die deshalb auch so überraschend sind. Dass zum Beispiel gerade nach einem Toyota Land Cruiser 105 raus, der hier auch Geschwindigkeiten auf der Strecke erreicht, die das Original nie hatte. Aber ich glaube, ich beschwere mich gerade über mangelnden Realismus bei Force Speed 3. Na, geh weg. Nein, geh weg. Geh weg. Nein, der nächste. Aha. Ah, der nächste. Immerhin ist die Musik besser. Das ist doch bestimmt auch wieder ein. Das hat ja nicht nur, nee, doch, ja, 2, 3, ah! Nee, ist der Deadbeat da genauso durch müssen wie ich. Stress. Boah, das ist meine Straßenseite, geh weg. You're in my way, Sir. Das ist auch meine Straßenseite. Hör auf mit der Lichthupe. Wir sind hier nicht in England. Weiter kann ich überraschen. Nein, nein. Oh, ja. Fast. Letzte Runde. Und ich noch ein bisschen. Nein. Wir sind ja. Wir brauchen die Straßen. Ich werde mir selbst noch schlimm genug. Oh oh. Wieso halten die nicht an?
Und jetzt fällt der Verkehr einfach mal nicht an, auch wenn ein Polizist Sirenen sieht und hört. Die Sirene sieht, das glaube ich, sieht die Sirene. So. Oh, rechts ist er links, das ist immer blöd. Da halte ich mich mal über rechts, wa? Nein! Nette Theorie. Ja, Grenzen zu verbiegen mit dem Feuer. Ich gebe Ihnen eine Verwarnung. Und was war es wieder? Nicht die Polizei, sondern der Verkehr. Wir wollen uns mal beeilen hier. Hat Deppi wieder nicht schon Strafzettel? Nein, warum nicht? Nicht, dass ich das hier auch nochmal fahren muss. Könnte sein, dass die Polizei doch nach Sport. Ist nicht die Hülle. Ja, weg da. Drei. Drei. Knapp die Hebe schon. Mir ist auch ganz lieb, wenn ihr meinen Verfolger hinten mal erwischen könntet und nicht nur mich. Ein bisschen ausgeglichen halt das Ganze. Achso, jetzt habe ich schon ganz vergessen, wo die Krähenfüße liegen. Links oder rechts? Dann sehr gelangt, da komme ich gleich hin. Da sind. Rechts. Gut, das war's. Ah! Die Rechnung ohne den Verkehr gemacht. Was war das? Sie kapieren es einfach nicht. Das ist die letzte Verwarnung. Nächstes Mal fahren Sie bei mir mit. Ja, ich muss nur ein bisschen Ziel kommen. Geh weg. Wie gesagt, ich fände es gut, wenn ihr auch mal das wieder wischen könnt. Ich nehme auch hier rum. Hatten wir. Ja, ich hab's. Genau, geht doch. Nicht jetzt kurz vom Ziel, aber in die Scheiße. Ah, geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Sie werden polizeilich besucht. Selbst im Ziel wird man vom Verkehr noch weggerempelt. Also ich habe einen Strafzettel mehr gesammelt als der Pete. Bin aber trotzdem eher im Ziel.